Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Keine Frage, Mieterinnen und Mieter müssen vor gesundheitlichen Gefahren im Wohnbereich geschützt werden. Auch die Berliner Bauordnung, § 3 Absatz 1, ist hier eindeutig. Zitat: Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden. Zitat Ende. Das Problem hier ist, Asbest war seinerzeit ein zugelassener Baustoff und ist auch im Wohnungsbau zum Einsatz gekommen. Wir brauchen hier nicht über die Gefahren zu streiten, ist jedenfalls mein Eindruck. Dass freigelegter Asbest gesundheitsgefährdend ist und lebensbedrohlich sein kann, darüber besteht Einigkeit, will ich doch wenigstens mal hoffen. Bei Beschädigungen muss unverzüglich gehandelt werden, und von den städtischen Wohnungsunternehmen erwarten wir hier eine Vorbildfunktion. Gegenüber Privaten, das ist ja jetzt ausgeführt worden, müssen Senat und Bezirke in die gleiche Richtung argumentieren, handeln und gegebenenfalls eingreifen. Von herausragender Bedeutung ist die Information aller Mieterinnen und Mieter von Wohnungen, in denen Asbest verbaut worden ist oder zumindest der Verdacht besteht. Diese Information sollte im Übrigen in mehreren Sprachen und möglichst in verständlichen Worten zur Verfügung gestellt werden, denn damit kann Unkenntnis und verständlicher Verunsicherung entgegengewirkt werden. Die Vinyl-Asbestplatten, auch Flexplatten genannt, um die es hauptsächlich geht, sind meist schon 40 Jahre alt. Belastbare Erkenntnisse zur Lebensdauer und Haltbarkeit fehlen. Hier ist die Bundesanstalt für Materialprüfung gefragt, aber eine Antwort steht aus. Ein weiterer wichtiger Schritt ist, dass die Wohnungsunternehmen finanzielle Vorsorge für die Sanierung treffen müssen. Allein bei der GEWOBAG sind nach eigenen Angaben 14.000 Wohnungen betroffen. Für alle städtischen Wohnungsbaugesellschaften geht der BBU von knapp 50.000 betroffenen Wohnungen und von Sanierungskosten von 350 Millionen Euro aus, plus weiteren 200 Millionen für Umzugskosten und Umsatzwohnungen, die wegen der hohen Gesundheitsgefahr für die Zeit der Sanierung angeboten werden müssen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn die Wohnungsbaugesellschaften in den nächsten 10 Jahren tatsächlich alle Platten auswechseln müssen, und ich denke mal, bei der Lebensdauer ist das nicht unwahrscheinlich, kämen riesige Summen auf sie zu, und dabei kann der Senat sie nicht allein lassen. Das ist unsere feste Überzeugung. Beim nächsten wichtigen Punkt: Es gibt eine Sorgfaltspflicht nicht nur gegenüber den Mieterinnen und Mietern, sondern auch gegenüber den Beschäftigten, die die Sanierungsarbeiten durchführen. Und deshalb müssen die Aufträge ausschließlich an zertifizierte Firmen erteilt werden. Und die Sanierungsdurchführung muss kontrolliert werden, und zwar durch staatliche Stellen. Es war im Übrigen nach der Anhörung im Bauausschuss noch offen, ob die strengen Vorschriften des Lagezi zur Beseitigung der Asbestplatten zusammen mit diesem asbesthaltigen Kleber in der nächsten Zeit überprüft werden. Aber klar ist, so oder so müssen Unternehmen und Arbeitsschutzbehörde miteinander in enger Abstimmung sein, und die politische Leitung sollte ein Auge darauf haben. Offensichtlich gab und gibt es Versäumnisse beim Umgang mit Asbest in Wohnungen, auch bei städtischen Gesellschaften. Mieterinnen und Mieter wurden unzureichend informiert. Es fanden Sanierungen statt, die nicht ordnungsgemäß waren. Mieterinnen und Mieter sind dazu vor Gericht gezogen und haben in 2 Urteilen Recht bekommen. Im ersten Fall ging es um die unsachgemäße Entfernung von Bodenplatten und fehlende Informationen über die Gefahren. Im zweiten Fall ging es um eine rechtmäßige Mietminderung wegen verzögerter Behebung von Schäden. Diese beiden Urteile zeigen, dass etwas schiefgelaufen war, was vermeidbar gewesen wäre. Und daraus sollten wir alle lernen, und zwar besser spät als nie. Inzwischen sind die städtischen Wohnungsunternehmen auf einem guten Weg. Mieterinnen und Mieter werden nun informiert. Die GEWOBAG hat mit einem Asbestkataster begonnen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen für das Thema sensibilisiert werden, und auch Qualifizierungen sind geplant. Auf einen Mustermietvertrag, der ebenfalls zugesagt war, in dem auf Asbestgefahren hingewiesen wird, warten wir hingegen noch. Im Ergebnis alles dessen, was ich hier gesagt habe, wird es Sie nicht überraschen, dass die Linksfraktion den vorliegenden Antrag unterstützt. Sie findet es richtig, den Senat zu beauftragen, Asbestbelastung in Berliner Wohngebäuden aktuell zu ermitteln und zu bewerten. Auch das vorgeschlagene Kataster mit Dringlichkeitsstufen für die Beseitigung ist sinnvoll und trägt zur allgemeinen Aufklärung und Information bei. Daher werden wir dem Antrag heute zustimmen
und sind eigentlich nicht nur gespannt zu erfahren, warum die Koalition es nicht tut, sondern eigentlich verstehen wir nicht, warum die Koalition nicht zustimmt. Vielen Dank.